Dark Souls hat mich verändert. Immer wieder entfachte es in meinen Gedanken kleine Funken, die mit der Zeit zu dem Feuer wurden, das mich heute antreibt. Es formte meine Denkweise, es beeinflusste meine Interessen und es brachte Licht in mein Leben. Heute möchte ich dieser Reihe meinen Tribut zollen. Der Einstieg wirkt eventuell übertrieben, aber hinter diesen Worten steht einiges. Dieses Video ist dazu da, der anfänglichen Aussage Sinn zu verleihen. Ich werde eine Reise durch die Spiele machen, ihre Besonderheiten hervorheben und erklären, was ich von ihnen gelernt habe. Auch wenn Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring ähnliche Konzepte haben, geht es hier nur um die Dark Souls Trilogie, da sie meine Liebe zu diesen Spielen entfacht hat und eine klare Einheit bildet. Es wird von allem was dabei sein, sei es Nacherzählung und Erklärung, Analyse, Persönliches oder auch mal Off-Topic. Deshalb gibt es für jedes Kapitel Timestamps, falls man nur an bestimmten Dingen interessiert ist. Außerdem werde ich mich größtenteils auf positive Aspekte konzentrieren. Wer ein kritisches Video möchte, ist hier also falsch. Es gibt definitiv genug Kritik, die man äußern könnte. Keins der Spiele ist auch nur im Ansatz perfekt. Darauf möchte ich in diesem Video aber nicht den Fokus setzen, sondern das würdigen, was mir die Reihe gegeben hat. Zuletzt stellt sich vielleicht noch die Frage, gibt es nicht schon genug Videos dieser Art? Was macht deins bitte so besonders? Und darauf habe ich keine Antwort. Mittlerweile ist das Internet überflutet mit Dark Souls Content. Analysen davon gibt es wie Sand am Meer. Ich mache dieses Video in erster Linie für mich, jemand, der die Spiele liebt und lebt. Für alle anderen ist dieses Video ein Einblick in alles, was Dark Souls ausmacht, inklusive meiner eigenen Geschichte mit der Reihe. Wer jetzt noch Interesse hat, kann mich also gern auf dieser Reise begleiten. Der erste Teil der Trilogie stellte sich nach dem gescheiterten Demon's Souls als kommerzieller Erfolg heraus und ebnete den Weg für zwei weitere Nachfolger, wovon einer bekanntlich weniger gut von Fans aufgenommen wurde als der andere. Allgemein wird der erste Teil von vielen aber als der beste bezeichnet, was auch verständlich ist, da er gewisse Entscheidungen traf, welche danach wieder abgeändert oder verworfen wurden. Dark Souls 1 nimmt den Spieler mit nach Lordran, eine Welt, die ihre glorreichen Tage bereits hinter sich hat und nun auf ihr Ende wartet, welches jedoch von Lord Gwyn hinausgezögert wurde. Das hat zur Folge, dass die Menschen in dieser Welt nicht mehr sterben können, was sich auch in den Spielmechaniken widerspiegelt, welche die Reihe so bekannt gemacht hat. Wer im Kampf fällt, verliert seine Seelen und wird zurück zum letzten Bonfire gebracht. Das sind Orte der Rast, welche als Checkpoints dienen und die besiegten Gegner ebenfalls wieder zum Leben erwachen lassen. Gerade im ersten Teil haben diese Orte eine besondere Bedeutung, da sie nur sporadisch in der Welt verteilt waren und einen gewissen Nervenkitzel ausgelöst haben, wenn man bereits eine Weile unterwegs war, fast keine Heilung mehr hatte, aber auch nicht mehr umdrehen wollte. Das Ganze hat so gut funktioniert, da Dark Souls 1 seine Welt zusammenhängend aufgebaut hat, eine Mechanik, die sich oft in Metroidvanias findet. Etliche Gebiete haben mehrere Zugänge und loopen oft auch zurück zu bereits bekannten Teilen der Welt. Da man zusätzlich bereits schon aus der Entfernung Orte sieht, zu denen man später gelangen kann, entsteht ein glaubhaftes Bild der Welt und lässt sie zudem auch größer erscheinen, als sie eigentlich ist. Das Ganze gibt einem auch die Möglichkeit, die Welt auf seine eigene Weise zu erkunden, da viele Wege zum Ziel führen, auch wenn manche schwerer als andere sind. In der ersten Hälfte des Spiels gibt es auch keine Schnellreise, was bedeutet, dass jeder getane Schritt Bedeutung hat. Du kämpfst dich durch ein Gebiet, für das du eigentlich noch zu schwach bist und landest plötzlich in einer Sackgasse? Viel Spaß beim Zurücklaufen! Man steht ständig unter Druck und Anspannung, was um die nächste Ecke lauert und ob man überhaupt auf dem richtigen Weg ist. Das Gefühl des Fortschritts ist aber dennoch stets präsent und treibt den Spieler voran, mehr von dieser fantastischen Welt zu erforschen. Ganz alleine gelassen wird man vom Spiel aber auch nicht, denn mit etlichen kleinen Tricks versucht es, den Spieler in die richtige Richtung zu lenken. Sei es durch clever platzierte Lichtquellen, die man durch das Bonfire mit Sicherheit verbindet, oder aber durch klare Schwierigkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Gebieten, wie es mit den Skeletten auf dem Friedhof der Fall ist. Solche Dinge lösen unterbewusst etwas in uns aus und halten die meisten Spieler davon ab, zu weit vom richtigen Weg abzukommen. Wer aber dennoch genug Neugierde und Geduld hat, kann sogar Orte finden, die extrem gut verborgen liegen und in einem Ehrfurcht und Erstaunen erzeugen, wie man es in kaum einem anderen Spiel erleben kann. Dark Souls 1 hat eine extrem dichte, vollgepackte Welt, welche so nur in diesem Teil vorhanden ist.
Gerade die erste Hälfte des Spiels schafft es, ein Gefühl von Größe und Bedeutung zu vermitteln, welches mit zunehmendem Fortschritt immer intensiver wird. Während man am Anfang durch eine Burg oder einen Friedhof wandert, zeigen sich einem in den kommenden Stunden ein uralter Wald voller Geheimnisse oder aber die verkommenen Untiefen und Schandstadt, welche wiederum den Zugang zu noch älteren, teilweise vergessenen Orten und Königreichen bilden. Die Welt ist in etlichen Schichten aufgebaut. Neue Orte wurden auf den Ruinen der Alten gebaut und wer tief genug geht, kann sogar die Wurzeln und damit den Ursprung der Welt erreichen. Mit der zweiten Hälfte des Spiels öffnet sich die Welt noch mehr und man kann endlich per Schnellreise in bereits bekannte Gebiete, welche einem nun erlauben, tiefer in sie einzudringen. Auch wieder in klassischer Metroidvania-Manier. Hier findet man dann auch die Herrscher der Gebiete, welche es zu besiegen gilt. Sie können einem aber auch mehr Einblicke zur Entstehung und dem Zerfall dieser Reiche geben, wenn man aufmerksam ist. Lordran ist ein Ort, dessen Lore so unbeschreiblich dicht, verzweigt und tief ist, dass es allein schon Tage dauert, sich über die Historie dieser Welt zu informieren. Die Lore aber im Alleingang zu erschließen, ist eine unmögliche Aufgabe, gerade da sie wie in unserer Welt viele Lücken hat und zur Interpretation anregt. Etliche Leute werden im ersten Durchgang gar nicht erst merken, dass dieses Spiel so unendlich komplex in seinem World Design ist, weil sie eher damit beschäftigt sind, permanent dem Tod zu trotzen. Auch ich habe damals nicht viel mehr verstanden, außer das Offensichtliche: Du bist untot, musst 2 Glocken läuten, 4 Gegner killen und dich dann Gwyn gegenüberstellen. Die Zeichen für mehr Tiefgang sind dabei überall verstreut. Die Itembeschreibungen geben Einblicke in die verschiedensten Dinge. Die kryptischen Dialoge der wenigen freundlich gesinnten Personen können verwirren, aber auch Interesse wecken. Und jede Ecke dieser Welt erzählt allein durch ihr Aussehen eine Geschichte. Dark Souls ist ein Paradebeispiel für Environmental Storytelling. Jedes Gebäude, jeder gefundene Gegenstand und jeder Gegner hat einen tieferen Sinn und ist nicht einfach zufällig platziert. Gerade wenn etwas komisch oder deplatziert wirkt, gibt es immer einen guten Grund dafür. Izalith mit seinen Copy-Paste-Gegnern sticht hier vielleicht raus, weil den Entwicklern schlichtweg die Zeit am Ende ausging. Aber selbst das kann man mit etwas Wissen über die Lore noch halbwegs gut begründen, da die Dämonen dort beheimatet sind und in dem Gebiet natürlich auch am häufigsten auftauchen. Auch wenn das eventuell ein wenig zu oft ist. Dark Souls 1 hat für mich die beste Spielwelt der Reihe, bietet hervorragendes Leveldesign und ist der Grundstein für alles, was noch kommen sollte. Dark Souls 2 war nun in der unglücklichen Situation, in die Fußstapfen seines hervorragenden Vorgängers treten zu müssen, machte während der Entwicklung große Probleme und wurde schließlich nochmal über den Haufen geworfen, um aus den vielen Einzelteilen ein fertiges Spiel zu machen. Man bereist nun ein neues Land namens Dranglake, das nur noch über wenige Fäden mit Lordran verbunden ist. Auch die Art des Fortschreitens wurde geändert. Man entschied sich dazu, eine Hub-Area mit Majula einzuführen, die in verschiedene Richtungen verzweigt. Damit ist die Welt zwar weniger verknüpft, es gab den Entwicklern aber mehr Freiheiten in der Gestaltung interessanter Orte. Auch wenn die Geografie der Gebiete unter dieser Freiheit gelitten hat, bietet Teil 2 dennoch die bis dato visuell beeindruckendsten Landschaften. Abwechslung ist das, was Dark Souls 2 allgemein sehr gut hinbekommen hat. Es gab nun beispielsweise mehr Waffentypen, welche mit der neuen Mechanik namens Power Stancing noch mehr Moves bekommen haben. Auch die Kleidung war nun etwas ausgefallener und zahlreicher als im Vorgänger, wodurch Fans von Fashion Souls voll auf ihre Kosten kamen. Zudem gab es nun insgesamt 41 Bosse, von denen zwar ein paar wiederholt wurden und nicht alle eine vergleichbare Qualität und Komplexität haben, aber dennoch kreativ und oft spaßig waren. Dark Souls 2 war mutig, vieles aus dem ersten Teil hinter sich zu lassen und neue interessante Mechaniken in die Reihe einzuführen. So gab es nun eine Fackel, die einem eine Hand im Kampf blockiert, aber dunkle Orte erhellen kann. Man fand ab und an in der Welt Duftzweige, die für das Freilegen wichtiger Orte genutzt werden konnten. Oder aber die Pharos Wahrheitsverkünder, bei denen man nie wusste, ob man nun einen geheimen Pfad öffnet, eine Falle auslöst oder ihn einfach verschwendet. Diese neuen Dinge brachten zusätzliche Komplexität in die Erkundung der Welt rein. Und auch wenn gerade die Fackel am Ende eher nutzlos war, da Orte schlichtweg nicht dunkel genug waren, muss man ihnen den Mut zum Neuen hoch anrechnen, da die grundsätzlichen Ideen allesamt ziemlich gut waren. Die Charaktere in Dranglake sind ebenfalls ziemlich interessant und vielfältig, wodurch man geneigt ist, ihre Questreihen erleben zu wollen. Natürlich sind in allen drei Teilen hervorragende Persönlichkeiten, aber gerade im zweiten Teil sind mir einige hängen geblieben. Sei es Bernhard von Hugo, der das ikonische Moonlight Greatsword in den Händen hält und wie der Spieler stets die Herausforderung sucht, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren. Oder Vengal von Forossa, ein abgetrennter Kopf eines berühmten Kriegers, der nun mitten im Wald liegt und Erfüllung in einem Leben ohne Kampf finden musste.
Oder aber mein Favorit Lucatiel von Myra, eine Frau, die schwer mit dem Fluch der Untoten zu kämpfen hat und sich selbst nicht verlieren möchte, auch wenn unser Selbst keine Bedeutung trägt. Irgendwas an diesen Personen fühlt sich besonders an und hebt sie für mich nochmal von denen der anderen Teile ab. Der zweite Teil war bisher auch der einzige, der ein interessantes New Game Plus geboten hat. Normal werden die Werte aller Gegner hochskaliert und man findet bessere Items, doch Dark Souls 2 ging noch einen Schritt weiter und platzierte an etlichen Stellen rote Phantome, die nun das Erlebnis grundlegend verändern, da man das Gelernte aus dem ersten Durchgang zwar anwenden kann, aber weiterhin adaptieren muss, um den neuen Gefahren nicht zum Opfer zu fallen. Auch geben manche Bosse nun neue Items und haben neue Überraschungen parat. Normal meide ich das New Game Plus weitestgehend, weil es mir nicht viel hergibt, aber hier fand ich es überraschend, erfrischend und spannend. Dieses Spiel wird oft kleingeredet und als schwarze Schaf betitelt, dabei hat es so viele Ideen, die es einzigartig und interessant machen. Und die Tatsache, dass etliche dieser Ideen nun wieder in Elden Ring vorhanden sind, gibt dem Ganzen doch irgendwo Bestätigung. Dark Souls 3 sollte nun wirklich die Reihe beenden und kehrte deshalb zu seinen Wurzeln zurück. Das Spiel findet zwar im Land Lothric statt, was aber letztendlich nur eine Version von Lordran in der fernen Zukunft ist. Im Gegensatz zum Vorgänger hat es sich weniger getraut und übernimmt etliche Ideen, Mechaniken und auch Gebiete aus Teil 1, was einige kritisieren, da sie es als Mangel an Kreativität und Eigenständigkeit ansehen. Mich hat dieser Punkt nie gestört. Ich bin generell ein großer Fan von wiederkehrenden Elementen und Hommagen, da man dadurch auf das Alte aufbauen und neue Perspektiven zeigen kann. In dem Moment, als ich mich durch Irithyll gekämpft hatte, die Dächer bestieg und auf einmal ein vertrauter Aufzug mich zu einem Ort brachte, bei dem Anor Londo eingeblendet wurde, stand ich mit offenem Mund da und konnte es nicht glauben. Ohne solche Callbacks hätte ich niemals so viele Wow-Momente gehabt. André und der tote Riesenschmied, Quel'Ana in den Dämonenruinen oder vor allem auch der Kampf gegen Soul of Cinder waren ebenfalls Momente, die einfach Gänsehaut auslösten. Das Zeitalter des Feuers wird immer wieder verlängert, um das Zeitalter der Finsternis abzuhalten und dadurch überstehen manche Gebäude und Personen natürlich auch die Zeit. Langsam geht dem Feuer aber die Kraft aus und die Welt ist nur noch ein Schatten ihres Selbst. Mittlerweile gibt es auch einige Personen, die Lords of Cinder, welche diese Prozedur der Verlängerung bereits hinter sich haben, mit der Ausnahme von Prinz Lothric, welcher das Binden der ersten Flamme abgelehnt hat. Diese Leute sind die vier großen Bosse, die es zu besiegen gilt, und diesmal macht sich die gesammelte Erfahrung der Entwickler bemerkbar. Die Bosse aus Dark Souls 3 sind die besten der ganzen Reihe. Die Inszenierung, Komplexität und das Level an Polishing ist so hoch wie nie zuvor. Bis auf ein paar Ausnahmen hat jeder Boss eine zweite Phase, welche für dramatischere, aufregendere und allgemein spaßigere Kämpfe sorgen. Durch die neuen Attacken oder das Verändern der Arena zusammen mit der Musik, die sich zuspitzt, entsteht in einem das Gefühl, einen Kampf zu führen, der wirklich Gewicht und Bedeutung hinter sich hat. Natürlich gab es in jedem Teil großartige Bosse, aber die Inszenierung von Kämpfen wie den Abyss-Watchern, der Tänzerin oder auch Nameless King legen nochmal eine Schippe auf alles, was bisher kam. Allgemein kann man sagen, dass der dritte Teil das wohl rundeste und ausgereifteste Spielerlebnis bietet. Dazu haben sie sich das Beste aus jedem vorherigen Titel genommen und es hier eingebaut. Das schnelle Gameplay und saubere Animationen aus Bloodborne, die Möglichkeit der direkten Schnellreise und der Umskillung aus Dark Souls 2 und alles, was sowieso bereits seit Teil 1 dabei ist. Nachdem man den dritten Teil gespielt hat, können sich die Vorgänger langsam und schwerfällig anfühlen. Da dort aber alles auf genau diese langsamere Spielweise ausgelegt ist, stellt das im Rückblick kein Problem dar. So hat jeder seinen eigenen Liebling. Manche mögen das langsamere Dark Souls 1, manche das ausgefallene Dark Souls 2 und wieder andere genießen eben das schnelle, flüssige Dark Souls 3. Dieser Teil ist auch mein Favorit. Es war der erste Release eines From Software Spiels, bei dem ich aktiv dabei und gehypt war. Mit Dark Souls 3 fand die Reihe nun ihr Ende. Sowohl mancher Spieler als auch die Spielwelt selbst waren müde und wollten, dass man voranschreitet. Und was ist ein schönerer Abschluss, als es damit zu beenden, womit es begonnen hat? Ein letztes Reflektieren von allem, was passiert ist, bevor man Lebewohl sagt. Genau das ist Soul of Cinder, der Endboss. In seiner ersten Phase imitiert er die verschiedenen Spielertypen und kämpft mit einem Schwert, einem Krummschwert, als Magier oder als Paladin. Doch den Moment, in dem er in die zweite Phase wechselte und ich die drei ikonischen Noten hörte, werde ich nie vergessen. Soul of Cinder ist die Inkarnation aller Personen, die die erste Flamme jemals gebunden haben, und dazu zählt auch Quinn, der Erste, der es tat. Ein poetisches, tragisches Ende voller Melancholie ist das Markenzeichen von FromSoft
und auch hier haben sie einen würdigen Abschluss geschaffen. Wenn da nicht das DLC wäre, welches das Ganze nochmal getoppt hat und für mich auch das wahre Ende der Reihe darstellt. Am Ende von The Ringed City findet ein Kampf statt, der für mich in keinem Punkt zu überbieten ist. Lasst mich das Ganze passend inszenieren. Am Ende der Zeit, irgendwo in einem Ozean aus Asche, welcher die Welt und ihre Monumente bereits seit Ewigkeiten unter sich begraben hat, treffen zwei bedeutungslose Personen aufeinander. Ein Aschener und ein Sklave. Der Sklave nährt sich an den Leichen der Pygmy Lords, angetrieben von seinem Wunsch, jemandem zu helfen. Er erblickt den Aschenen, dreht sich langsam um und streckt seine Hand nach ihm. Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting. Ein Kampf entbrennt. Zwei vergessene Geschöpfe kämpfen am Ende der Zeit mitten im Nirgendwo um nichts. Der Kampf endet damit, dass der Sklave zu Boden geht und seinen letzten Atemzug nimmt. Dann nichts. Keine Cutscene, kein epischer Abschluss, keine Fragen beantwortet. Was in einem Crescendo eines Kampfes anfing, endet still und einsam. Das, genau das ist Dark Souls. Der Kampf gegen Gale ist definitiv mein liebster Kampf aus der ganzen Reihe. Weitere Favoriten wären die Abyss Watchers, die Zwillingsprinzen Lorien und Lothric, der Burnt Ivory King, der Spiegelritter, Calamite oder Ornstein und Smau, da sie entweder großartig inszeniert oder einfach spaßig zu bekämpfen sind. Wo wir gerade dabei sind, lasst mich hier kurz weitere Favoriten nennen. Meine liebsten Gebiete wären die Ringed City, Irifil, Ranglake Castle, Shulva und der Ofen der ersten Flamme, da sie alle absolut fantastisch aussehen und oft auch noch sehr gutes Leveldesign bieten. Die Lieder, die ich am meisten mag, wären Gwyn's Theme, der Credits-Song danach, welcher von der fantastischen Amy Evans gesungen wurde, Majula, welches übrigens auch meine liebste Hub-Area ist, und die Melodien von den Abyss-Watchern und Gale, da sie bereits perfekte Kämpfe noch so viel besser machen. Dark Souls ist heute nicht mehr von der Gaming-Szene wegzudenken, aber das sah noch vor einigen Jahren ganz anders aus. Demon's Souls aus dem Jahr 2009 war anfangs ein kompletter Nischentitel. Der ehemalige Präsident von Sony bezeichnete Demon's Souls nach 2 Stunden Spielzeit sogar als unglaublich schlechtes Spiel. Doch zumindest im Westen fand es genug Anklang, damit ein weiterer Titel in Entwicklung gehen durfte. Dark Souls wurde dann 2011 sogar auf mehreren Plattformen released und nach einem Jahr konnten sich sogar 2,8 Millionen verkaufte Kopien ansammeln. Für viele war dieses Spiel ein Geheimtipp und es wurde vor allem durch seine Oldschool-Mechaniken und seine Schwierigkeit bekannter, was in vielen Leuten Interesse weckte, da sich zu dieser Zeit Konventionen und Normen entwickelten, die im kompletten Kontrast dazu standen. Dadurch entwickelten sich diese Spiele über die 2010er Jahre langsam aber sicher zu immer populäreren Titeln, bis sie heute mit Elden Ring sogar schon AAA-Hype bekommen haben. Man erinnere sich allein an Sekiro, das 2019 Game of the Year wurde,
den zweimaligen Sieg von Elden Ring in der Kategorie Most Anticipated Game, danke dafür, Vati, oder auch den Titel Ultimate Game of All Time, den Dark Souls bekam. Diese Spiele werden heutzutage mit Awards überschüttet, bekommen die gesamte Aufmerksamkeit der Medien und haben eine immer größer werdendere Fangemeinde, die sogar Leute anlockt, die mit solchen Spielen gar nichts zu tun haben. Dieser Erfolg zog natürlich nicht spurlos an anderen Entwicklern vorbei. Etliche Spiele begannen langsam Teile der Souls-Reihe zu übernehmen, entweder weil es eben von der Norm abwich und dadurch interessant war, oder aber weil man eben nur etwas vom Erfolg der Souls-Formel abhaben wollte. Langsam aber sicher gab es immer mehr Spiele, die versuchten, Dark Souls zu imitieren bzw. auch zu würdigen. Und daraus entstand mittlerweile ein eigenes Subgenre, die sogenannten Souls-like Games. Diese zeichnen sich entweder durch offensichtliche Merkmale wie ein sehr ähnliches Kampfsystem, ein ähnliches UI oder aber übernommene Elemente wie die Bonfire-Mechanik aus. Manche versuchen aber auch nur das Gefühl zu imitieren, das man beim Spielen von Dark Souls bekommt. Angefangen hat das Ganze mit Spielen wie Lords of the Fallen, Salt and Sanctuary oder Nioh, aber mittlerweile gibt es solche Spiele wie Sand am Meer. Man kann auf jeden Fall nicht leugnen, dass die Spiele einen enormen Einfluss auf alle Entwickler haben. Selbst große AAA-Spiele begannen Elemente zu übernehmen, sei es das Kampfsystem aus dem neuen God of War oder den neueren Assassin's Creed Teilen oder aber Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order, die einfach komplett auf die Souls-Formel aufgebaut haben. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass nahezu jedes schwerere Spiel als Souls-like bezeichnet wird, was an Absurdität grenzt, aber auch irgendwo einfach zu einem Meme wurde, das wir nicht mehr loswerden. From Software schaffte es entgegen aller Erwartungen, mittlerweile eines der wichtigsten und einflussreichsten Studios der Branche zu werden. Und das, obwohl ihre Spiele kaum Komfort bieten. Etwas, das bis heute eigentlich immer populärer wird. Ihre Spiele haben, abgesehen von Elden Ring, keine Karte, keine Wegpunkte, ein Checkpoint-System, das an alte Spiele erinnert, kryptische Mechaniken und vage Erklärungen in Kombination mit herausfordernder Schwierigkeit und allgemein nichts, was einem an der Hand hält. Es stellt sich mit dieser alten Art des Game Designs gegen den Trend der Zugänglichkeit und Einfachheit und bekommt dafür auch noch unvorstellbaren Anklang. Dark Souls erfindet dabei aber nichts wirklich neu. Es schafft es schlichtweg, diese veralteten Mechaniken von damals so umzusetzen, dass es auch heute noch funktioniert. Man könnte bei diesen Spielen eigentlich von einer Renaissance reden, die wir hier gerade erleben. Doch warum genau funktioniert das alles in der heutigen Zeit noch? Warum lieben immer mehr Leute diese Reihe? Und warum scheitern so viele andere Spiele dabei, diese Titel zu imitieren? Die Antwort liegt darin, dass sie die Essenz von Dark Souls nicht verstehen. Wenn man etwas von Dark Souls hört, dann ist es ausnahmslos immer, wie schwer die Spiele doch sind. Das mag in vielen Leuten Interesse wecken, da sie vielleicht eine Herausforderung suchen, aber nicht selten schreckt es Leute einfach ab, da sie eine gnadenlose, vielleicht sogar unfaire Erfahrung erwarten, was absolut nicht der Realität entspricht. Die Schwierigkeit ist nicht der Fokus von Dark Souls. Sie ist vielmehr ein Teil der Vision, die Dark Souls zu dem macht, was es ist. In einem Interview erklärt Miyazaki, dass er so vielen Spielern wie möglich das Gefühl geben will, Herausforderungen zu überwinden. Hierzu ergänzt er noch, dass er selbst schlecht in Spielen ist und oft stirbt, weshalb er sich die Frage stellte, wie man dem Tod mehr Bedeutung geben kann, wie man ihn vielleicht sogar genießen kann. Und er fand seine Antwort. Prepare to die war der Leitspruch von Dark Souls 1 und machte nach außen hin klar, dass man hier oft mit dem Tod konfrontiert wird und auf ihn vorbereitet sein soll. Das impliziert zwar, dass man oft sterben wird, zielt aber auch darauf ab, dass der Tod nichts Schlimmes ist, dass er eben zur Erfahrung dazugehört. Oft hört man, dass Dark Souls einem nichts erklärt, was genauso wenig stimmt wie die nicht vorhandene Story. Tutorials funktionieren hier eben genauso dezent wie das Erzählen der Lore. Lichter leiten einen zu den Orten, zu denen man hin soll. Es werden Situationen geschaffen, die den Spieler zu einer Aktion verleiten sollen, wie das Stürzen auf einen Boss. Und später gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Gelernte anzuwenden. Das wenigste davon hat mit Skill zu tun, sondern erfordert einfach etwas Aufmerksamkeit und Geduld. Diese impliziten Tutorials ziehen an vielen voreiligen Spielern vorbei, aber sie sind da, für alle, die sich Zeit lassen und mitdenken. Die Spiele möchten, dass man selbst aktiv am Geschehen teilnimmt, in die Welt involviert wird und langsam dazulernt. Darum ist die KI aller Gegner auch verhältnismäßig simpel, wenn nicht sogar dämlich an manchen Stellen. Es trägt dazu bei, dass man die Muster der Gegner einfacher lernen kann, um sie auszunutzen und als Sieger hervorzugehen. Auch das Bonfire spielt hier rein, da sich alle Gegner beim Rasten zurücksetzen, aber immer noch an der gleichen Position
und in gleicher Anzahl vorhanden sind. Wenn man nun also an einer Stelle stirbt, hat man viel mehr dazu gewonnen als verloren. Man weiß, in welcher Formation die Gegner einen erwarten und kennt neue Angriffe, gegen die man nun eine Taktik entwickeln kann. Die verlorenen Seelen dienen als zusätzlicher Ansporn, den Ort erneut zu besuchen und sein gelerntes Wissen anzuwenden. Wenn man diesen Ablauf verstanden hat, auf dem diese Spiele aufbauen und anfängt, den Tod nicht als Scheitern, sondern als Bereicherung zu sehen, dann setzt der wohl wichtigste Moment eines Souls-Spielers ein. Der Moment, in dem es Klick macht. Alles, was danach kommt, wird einem viel leichter fallen, da man nun die Essenz von Souls-Spielen verstanden hat. Was vorher zu Frust geführt hat, spornt einen nun an, weiterzumachen und zu gewinnen, egal wie lange es dauert, da man mit jedem Mal etwas Neues dazulernt und seinem Ziel näher kommt. Aus diesem Grund hört der Großteil der Spielerschaft auch nicht nach dem ersten Durchgang auf. Für viele ist der zweite Durchgang ein Mittel, seine Erfolge zu feiern, da man nun alle Gefahren kennt und sich überlegen fühlt. Man selbst wurde zu einem Boss, den das Spiel nun bezwingen muss. Auch versuchen viele Leute durch das New Game Plus, durch Challenge Runs oder durch Mods dieses Gefühl des ersten Durchgangs wieder aufleben zu lassen, in dem noch alles schwer und unberechenbar war. Die Herausforderung wird zur Droge, die uns Spieler antreibt, unsere Grenzen immer weiter zu überschreiten. Wir sind bereit zu sterben, weil wir wissen, dass uns der Tod näher an unser Ziel bringt. Wir lernen, dass es sich lohnt, Vergangenem nicht hinterher zu trauern, sondern weiterzumachen. Die Schwierigkeit ist letztendlich also nur ein Stilmittel, das verwendet wird, um die Botschaft des Spiels zu tragen. Dark Souls wirft einem nicht einfach schwierige Situationen an den Kopf, um uns zu brechen. Es will sehen, wie wir sie überkommen. Es feuert uns an. Es will, dass wir es schaffen. Miyazaki entschuldigt sich bei allen, die das Gefühl haben, dass seine Spiele zu herausfordernd sind, weil es eben nicht seine Intention war oder ist. Verschiedene Schwierigkeitsstufen möchte er aber meiden, damit jeder die gleiche Erfahrung machen kann, auf deren Basis dann Unterhaltungen und Diskussionen stattfinden können. Verschiedene Schwierigkeitsstufen würden laut ihm die Spielerschaft zerteilen, anstatt sie zusammenzubringen, da Leute eine grundlegend andere Erfahrung haben würden. Er möchte, dass Spieler jede Herausforderung auf ihre eigene Weise überwinden können, ohne die Erfahrung selbst abzuändern. Nicht umsonst kann man verschiedene Waffen und Items ausprobieren, sich die Umgebung zunutze machen, Phantome zur Hilfe beschwören oder die KI austricksen. Nutze, was auch immer du willst, aber mache weiter. Komm zu deiner Blutlache zurück und sieh zu, dass sie nicht noch einmal dort entsteht. Die Mechaniken, die Welt und die Story sind im Einklang. Alles dreht sich um die Vergänglichkeit, Leben und Tod und vor allem den Antrieb, entgegen aller Umstände weiterzumachen. Andere Souls-Likes haben oft nicht diese Prämisse oder verstehen diese grundlegenden Prinzipien nicht, weshalb sie schnell zu etwas werden können, das unfair oder unspaßig ist. Seien es unklare Animationen, die es schwieriger machen, Attacken zu lernen oder rechtzeitig auszuweichen, Schwierigkeit durch Masse anstatt durch taktisch platzierte Gegner oder aber riesige Lebensbalken, um Kämpfe unnötig in die Länge zu ziehen. Auch innerhalb der FromSoft-Teile lassen sich Ausreißer finden, welche diesen Problemen zum Opfer fallen. Aber gerade Spiele, die schlichtweg die Souls-DNA übernehmen, da es momentan angesagt und beliebt ist, kennen oft nicht die Bedeutung hinter den Mechaniken, worunter dann die ganze Erfahrung leidet. Da ich ja meinte, dass das Gameplay mit dem Rest des Spiels im Einklang ist, möchte ich nun auch darüber reden, wie Dark Souls uns sonst noch antreibt, angefangen mit der Welt und der Architektur. Dass Dark Souls in einer dunklen, mittelalterlichen Fantasy-Welt spielt, sollte kein Geheimnis sein, doch die Art und Weise, wie sie umgesetzt wurde, macht sie zu einer der interessantesten, die ich bisher in der Fiktion erlebt habe. Die Welt durchlebt verschiedene Phasen, in denen sich Dinge grundlegend ändern. Am Anfang war das Zeitalter der Alten, in dem die Welt noch nicht geformt und in Nebel gehüllt war. Es gab nur riesige Bäume und unvergängliche Drachen. Danach kam Feuer und mit ihm Dualität, Hitze und Kälte, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit. Aus der Dunkelheit kamen Personen und fanden die Lord Souls in den Flammen. Mit der Macht der Lords forderten sie die Drachen heraus und gingen als Sieger hervor, wodurch das Zeitalter des Feuers anbrach. Die Flammen werden aber schon bald schwinden und das Zeitalter der Finsternis wird anbrechen. Genau das will Gwyn verhindern, also hat er die erste Flamme gebunden, um das Zeitalter des Feuers zu verlängern. Hiermit hat er aber auch den Fluss der Zeit gestört und den Fluch der Untoten über die Menschheit gebracht. Das war nur ein kurzer Abriss, um zu verstehen, wo wir uns überhaupt befinden. Die Historie ist noch viel komplexer, aber das erspare ich an dieser Stelle. Kurzum, die Welt darf nicht sterben, also dürfen es die Menschen auch nicht.
Doch der Zahn der Zeit nagt dennoch an allem. Die Umgebungen und die Architektur sind extrem vielfältig und fanden ihre Inspiration in etlichen echten Kulturen und Bauwerken. Die wohl offensichtlichsten Stile wären die der Romantik und Gotik. Undead Burg hat viele schlichte Fassaden, die mit halbkreisförmigen Bögen und Fenstern verziert sind, sowie die markanten Türme, die in der Romantik gang und gäbe waren. Burg Lothric, Irithyll, Arno Londo oder Heides Flammenturm hingegen sind klassische Beispiele für den gotischen Baustil mit ihren filigranen Bauwerken, die etliche Streben zur Stabilität haben. Auch die vielen Fenster und schmuckvollen Verzierungen der Gebäude sind klassische Merkmale für diesen Stil. Doch das waren eben nur die Dinge, die man in klassischer mittelalterlicher Fantasy erwartet. Das Team suchte aber auch nach weiteren interessanten Orten, egal ob echt oder fiktiv, welche sie in ihre Welt integrieren konnten. So fand Lost Izalith Inspiration in der Tempelanlage Angkor Wat, Duke's Archives entstand durch das Treppenhaus in Harry Potter, Arch Dragon Peak lehnt sich an die Kirche Hagia Sophia an und auch das Kolosseum von Rom findet sich in Dark Souls 2. Es gibt viel zu viele Inspirationen, um sie alle aufzuzählen, also werde ich hier einfach noch ein paar weitere einblenden. Oft stecken interessante Gedankengänge hinter den Entscheidungen des Teams. So meinte Miyazaki zu Lost Izalith, dass die Dämonen dieser Welt aus dem Chaos entstanden und die orientalische Architektur eine Art Chaos in sich hat, die zu dieser Idee passte, auch wenn er Angst hatte, dass man das vielleicht falsch auffassen könnte. Was sich aber durch alle Gebiete der Reihe hindurchzieht, ist der Zerfall. Man reist durch untergegangene Königreiche am Ende ihrer Lebenszeit, entdeckt vergessene Zivilisationen und bleibt nicht selten in Ehrfurcht stehen, um die Szenerie auf sich wirken zu lassen. From Software ist unvergleichlich gut darin, Orte zu erschaffen, die visuell überwältigend sind und sich gleichzeitig so echt und geerdet anfühlen. Das liegt unter anderem daran, dass sie jedem Ort eine ausführliche Historie geben, die mit etlichen anderen Gebieten und Charakteren verbunden ist. Jedes kleine Detail gibt einem dadurch ein weiteres Puzzleteil, das man ins Gesamtbild einfügen kann. Seien es Löcher in den Wänden von Gebäuden, der Zustand einer Brücke, herumliegende Gegenstände oder Statuen, die mit ihrem Zustand und Standort extrem viel verraten können, wenn man daran interessiert ist. Dass es tatsächlich möglich ist, sich mit etwas Fantasie eine solch umfangreiche und detaillierte Geschichte zu spinnen, die teilweise alle drei Teile überdauert, macht mich sprachlos und ist extrem inspirierend. Diese Geschichten enden eigentlich immer in einer Tragödie, was aber nicht gerade überraschend ist, wenn man bedenkt, dass man sich durch die letzten Überreste dieser Orte bewegt, welche nur noch einen Teil von dem erzählen, was wirklich vorgefallen ist. Die Welt und ihre Architektur führt einem die Vergänglichkeit vor Augen und ist in sich selbst bereits Anreiz genug, jeden Stein umzudrehen. From Software hat keine Angst davor, ganze Gebiete zu verstecken, welche am Großteil der Spieler vorbeiziehen werden. Und das alles nur, um die Aufmerksamsten unter uns mit zusätzlichen Szenarien und Informationen zu belohnen, welche oft kritische Punkte in der Historie aufdecken oder einführen. Und genau darum ist es so spannend, die zerfallene Welt von Dark Souls zu erkunden. Was zu einer Welt aber noch dazugehört, sind ihre Bewohner. Hier sieht es jedoch ähnlich trist auf den ersten Blick aus. Am offensichtlichsten wird es bei allen humanoiden Wesen, die die Länder durchstreifen. Der Fluch der Untoten, den ich vorhin erwähnt habe, macht alle Menschen unsterblich, nimmt ihnen mit der Zeit aber auch ihre Menschlichkeit, wodurch sie nach und nach zu einer leeren Hülle werden. Dies sind auch die Gegner, die man oft am Anfang bekämpft. Menschen, die sich selbst verloren haben und nun auf ewig einfach existieren und kämpfen. Wer in dieser Welt bisher seine Menschlichkeit noch bewahren konnte, ist also nahezu immer schon am Rande des Wahnsinns. Etliche NPCs beenden das Gespräch mit Gelächter, was einiges über ihren geistigen Zustand verrät. Im Verlauf der Story verlieren dann nach und nach die Leute, die einem wohlgesonnen sind, oft ihren letzten Funken Menschlichkeit und finden damit ihr tragisches Ende. Was uns antreibt, ist der Weg dorthin. Wir wollen diesen Personen helfen, weil wir wissen wollen, ob sie ihr Ziel erreichen, weil wir ihnen in dieser tristen Welt genauso zur Seite stehen wollen, wie sie es für uns tun. Um sich gegen die Gefahren dieser Welt zu wehren, braucht man deshalb Ausrüstung. Doch auch hier fällt auf, dass sie oft schon verwittert und zerstört ist. Alle Rüstungen und Waffen haben ihre beste Zeit hinter sich. Kleidung ist verblichen und abgetragen. Alles weist auch hier Merkmale des Zerfalls auf und erzählt Geschichten über die Vergangenheit. Die Rüstung der schwarzen Ritter waren beispielsweise einst Silber, wie die aller anderen. Doch sie wurden von der neu entfachten Flamme verbrannt, als sie Gwyn auf seiner Mission folgten, wodurch sie nun resistenter gegen Feuer ist. Auch hier lässt Miyazaki einen Einblick in seine Denkweise zu, die seine Spiele geprägt hat. Es ist ihm wichtig, dass Ausrüstung Emotionen zeigt. Er möchte, dass das Aussehen den Spieler dazu bringt, sein Leben dem Gegenstand anzuvertrauen. Er möchte einen Gegenstand ansehen und etwas fühlen.
Hingabe, Träume, Glaube. Gleiches gilt eigentlich für alles in den Spielen. Er wollte stets ein gewisses Level an Eleganz und Würde wahren. Eine bekannte Anekdote wäre hier der Zombie-Drache, der anfangs voll mit Maden war, also das, was man erwartet und was Ekel hervorruft. Miyazaki mochte es nicht und wollte, dass man stattdessen die Trauer der Kreatur fühlen soll, welche kurz vorm Aussterben ist. Ich kann wirklich empfehlen, die Interviews aus den Designworks zu lesen. Es ist extrem inspirierend, einen Einblick in den Kopf eines solchen Genies zu bekommen. Unten in der Beschreibung werde ich dazu was verlinken, für alle, die Interesse daran haben. Die Designworks beinhalten neben den Interviews auch noch den Ankerpunkt für alle visuellen Entscheidungen, die Concept Art. Ich liebe es, mir die Entstehungsprozesse eines Spiels anzuschauen und gerade Konzeptzeichnungen geben tiefe Einblicke in die Ideen eines Werks und wie sie sich über die Zeit entwickelt haben. Auch bei Dark Souls findet man etliche frühe Designs von Orten, die über die Dauer eine große Wandlung durchgemacht haben oder letztendlich verworfen wurden. Sicherlich gibt es noch viel mehr Ideen, von denen wir gar nichts wissen, weil sie nie veröffentlicht wurden. Und es wäre extrem interessant, manche dieser Konzepte als fertige Levels erleben zu können. Die finalen Designs der Orte und Charaktere sind dafür aber immer ausdrucksstark und werden nahezu 1:1 ins Spiel übernommen. FromSoft scheint extrem viel Wert auf ihre Konzepte zu legen und versucht, so wenig wie möglich von der Vision der Künstler abzuweichen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei den extrem detaillierten Level-Designs die 3D-Artists oft zu kämpfen hatten und manches auch in dem Ausmaß einfach nicht umsetzbar war. Man merkt aber wirklich, welche Ambitionen bereits hinter der Concept-Art stecken und bekommt allein vom Anschauen der Zeichnungen das Gefühl, welches beim Spielen entsteht. Der dunkle, entsättigte Look ist überall präsent und erinnert an alte Gemälde. Eine große Inspiration für das Team wird wohl auch der polnische Künstler Zdzisław Beksiński gewesen sein. Die obskuren Gemälde strahlen eine ähnliche Gefühlswelt und Atmosphäre aus. Und auch wenn Beksiński die Interpretation seiner Werke gehasst hat und sie deshalb auch nie benannte, tauchen eben auch oft Dinge in seinen Gemälden auf, die mit dem Tod und der Vergänglichkeit zusammenhängen, was wieder in den Kontext von Dark Souls passt. Letztendlich kann ich nur meinen Hut vor allen Concept Artists ziehen, die uns diese kreativen, visuell beeindruckenden Designs gebracht haben, welche die Welt von Dark Souls so einzigartig machen. Als letztes möchte ich nun noch auf die Musik und das Sounddesign eingehen, da sie auch stark zu dem Gefühl dieser Spiele beitragen. Etwas, das eigentlich direkt ins Auge fällt, ist die Abwesenheit der Musik. Es gibt in der Welt von Dark Souls extrem wenig Orte, die musikalisch untermalt sind. Hauptsächlich in den Hub-Areas oder aber an Orten von extremer Wichtigkeit hört man ein kleines Stück im Hintergrund. Alles, was man die meiste Zeit jedoch hört, sind die eigenen Schritte, das Klappern der Rüstung und Umgebungsgeräusche. Das trägt zum Gefühl einer toten, einsamen Welt bei und richtet den Fokus auf das Hier und Jetzt. Auch der Director Tanimura meinte, dass die Stille dabei hilft, sich in die Welt hineinzuversetzen, anstatt von ihr abgelenkt zu werden. Wenn man sich mal die Zeit nimmt, einfach durch die Welt zu laufen und den Geräuschen zu lauschen, entsteht tatsächlich ein extrem immersives Gefühl. Auch kann man genau diese Geräusche nutzen, um Gefahren frühzeitig wahrzunehmen oder auf Dinge aufmerksam zu werden, die einem sonst entgehen. Die musikalische Untermalung sparen sich diese Spiele für die emotionalen Höhepunkte auf. Die Bosskämpfe. Hier soll die Wichtigkeit dieser Begegnungen hervorgehoben werden und gleichzeitig eine Geschichte ohne Worte erzählt werden. Viele dieser Stücke haben trotz ihrer Intensität einen traurigen Unterton, der oft vermuten lässt, wie das Schicksal dieser Bosse aussieht. Was kommt einem zum Beispiel in den Sinn, wenn man Sif's Theme hört? Ein Wolf, der auf ewig am Grab seines Besitzers wacht, um dessen Besitz zu beschützen, passt doch recht gut, gerade wenn man bedenkt, dass er sich nur gegen den Spieler verteidigen will, der in sein Territorium eindringt, um ihm ein Ende zu setzen. Mit Musik schaffen es die Spiele auch, uns zu überraschen. Das offensichtlichste Beispiel wäre Gwyn,
da man bei einem finalen Bosskampf ein episches, pompöses Stück erwarten würde, aber ein trauriges, ruhiges Lied auf dem Piano bekommt, welches den Zustand von Quinn reflektieren soll. Er war einst vielleicht ein mächtiger Gott, doch davon ist nichts mehr übrig. Musik ist ein großer Stimmungsträger und sollte daher mit Bedacht eingesetzt werden, was Dark Souls versteht und hervorragend ausführt. Ich habe nun lange über das geredet, was Dark Souls zu dem macht, was es ist, und bin hauptsächlich darauf eingegangen, wie es uns antreibt. Hinter all dem liegen aber extrem viele tiefgreifende Themen und Philosophien, die diese Reihe behandelt. Und bei der anfänglichen Frage, was Dark Souls jetzt so besonders macht, hat jeder seine eigene Antwort. Für mich steht aber ein Thema im Fokus: Hoffnung. Man hört oft, dass die Reihe besonders gut mit Menschen resoniert, die ihren Antrieb und ihre Hoffnung im Leben verloren haben, und da ist definitiv was dran. Die Spiele konfrontieren die Menschen mit ihren Problemen, sie bilden die Realität dieser Leute virtuell ab und helfen ihnen, mit ihr umzugehen. Dark Souls schafft damit sogar etwas, das nur wenige Werke tun. Es hilft Leuten, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Alle Elemente dieser Spiele führen einem den unausweichlichen Tod und die Vergänglichkeit vor Augen. Sie lassen es einem mit allen Sinnen wahrnehmen. Sie wollen uns die Belanglosigkeit von allem förmlich einprügeln. Die Welt interessiert sich nicht dafür, was du tust. Ob du nun zum 100. Mal stirbst oder Götter tötest, zu keinem Moment wird das, was du tust, gewertet. Es gibt nur Aktion und Reaktion. Die Welt existiert mit dir und ohne dich. Andere Charaktere sind auf ihrer eigenen Mission. Manchmal kreuzen sich die Wege mit ihnen. Ein anderes Mal sind sie ohne Vorwarnung weitergezogen. Alles in dieser Welt hat eine gewisse Gleichgültigkeit und Passivität, welche dazu führt, dass Erfolgserlebnisse rein intrinsisch geschehen. Und dennoch kennt jeder, der diese Spiele gespielt hat, das unbeschreibliche Gefühl nach einem geschlagenen Boss. Nichts ist befriedigender, als nach Stunden des Kämpfens einen Boss zu bezwingen und siegreich hervorzugehen. Dem Spiel könnte es aber nicht egaler sein, du stehst am Ende alleine in der Arena. Stille kehrt ein. Und dennoch freust du dich, weil du den Willen in dir geweckt hast, weiterzumachen, egal wie hart es war und wie lange es gedauert hat. Du hast das getan, was alle anderen in dieser dunklen Welt tun, die noch Menschlichkeit in sich haben. Du hast einen Grund gefunden, weiterzumachen. Du hast Hoffnung in dir selbst gefunden. Genau hier kommt wieder der Dualismus ins Spiel, der mit dem Zeitalter des Feuers entstanden ist und uns hier eins klar machen will. Man kann das Leben nicht schätzen, ohne den Tod zu kennen. Ohne Dunkelheit kein Licht. Ohne Kälte keine Hitze. Ohne Tod kein Leben. Dark Souls ist ein Spiel, das uns scheitern lässt, damit wir lernen, aufzustehen. Diese Reihe weist etliche philosophische Strömungen auf, deren Prinzipien uns auf unterschiedliche Arten helfen können, besser mit uns selbst und der Realität klarzukommen. Der vorherbestimmte Fluss der Zeit, welchen Quinn vergeblich versucht zu stoppen, lehnt sich an den Fatalismus an und zeigt uns, dass wir manche Dinge einfach nicht ändern können. All die Sinnlosigkeit, die uns vorgeführt wird, ist natürlich Inhalt des Nihilismus, welcher in etlichen Spielen behandelt wird. Majora's Mask und Nier kämen mir hier direkt in den Sinn, weshalb diese Spiele oft auch von den gleichen Leuten geliebt werden und die Fangemeinden sich hier auch überschneiden. Viele Charaktere finden ihren eigenen Sinn in dieser Welt, um die Hoffnung nicht zu verlieren. Solaire sucht sein Licht, Lucatiel sucht einen Weg, den Fluch zu brechen, Greyred widmet sein Leben dem Spieler. Dass diese Charaktere ein tragisches Ende finden, spielt keine Rolle. Der Tod ist unumgänglich, aber sie haben das getan, was sie wollten. Sie fanden ihre Erfüllung im Leben. Das ist der existenzialistische Ausblick aufs Leben, unter all dem Elend, dem Tod, den Tragödien, der Sinnlosigkeit und der Aussichtslosigkeit ist Dark Souls also ein Spiel, welches einem lehrt, das Leben zu schätzen und zu lieben. Und das ist wundervoll. Ich hatte ja bereits in meinem Video zu Majora's Mask angedeutet, dass Dark Souls einen großen Einfluss auf mich hatte und dass es hier ein schleichender Prozess war. Die Spiele haben mich nicht direkt abgeholt. Ich begann mit Demon's Souls und Dark Souls im Jahre 2014, bin aber nicht weit gekommen und habe sie wieder zur Seite gelegt. 2015 habe ich dann Dark Souls 2 angefangen und tatsächlich auch durchgespielt. Ab dem Punkt hatte ich Lust auf mehr. 2016 folgte dann Dark Souls 3 direkt zu Release, dann Dark Souls 1, dann Demon's Souls, dann Bloodborne. Alles innerhalb weniger Monate. Die kleinen Funken, die meine anfänglichen Berührungen auslösten, entflammten plötzlich zu einer brennenden Leidenschaft, die bis heute anhält.
Die Spiele kamen auch für mich zu einer Zeit der Unsicherheit und der Zweifel, in der man sich zu viele Gedanken über alles gemacht hat, unzufrieden mit sich selbst war und manchmal auch einfach nicht mehr weiter wusste. Eben die klassischen Probleme in der Jugend. Sie halfen mir persönlich, inneren Frieden zu finden, meinen Fokus auf die Dinge zu richten, die mir wichtig sind und das Leben in den vollsten Zügen zu genießen. Ich wurde mit der Zeit ruhiger, reflektierter und entspannter. Richtige Probleme gibt es in meiner Welt nicht mehr. Nichts ist von Bedeutung, außer dem, was man selbst Bedeutung gibt. Aber wieder weg von mir, denn ich bin kein Einzelfall. So viele Leute da draußen teilen ähnliche Erfahrungen und Werte, die ihnen von den Souls-Spielen beigebracht wurden. Gerade Leute mit Depressionen und traumatischen Erlebnissen im Leben resonieren oft mit diesen Spielen. In etlichen Videos wird auf diesen Zusammenhang eingegangen. In Kommentaren und Foren werden Berichte erstattet, wie die Personen durch ein Videospiel Antrieb gefunden haben, im echten Leben weiterzumachen, nicht einfach aufzugeben. Dark Souls erreicht oft eben auch die Leute, die sonst keine Hilfe bekommen oder wollen, die sich mit ihren Problemen isolieren, zu Hause sitzen und sich mit Videospielen ablenken. Nur entwickeln sich diese Titel oft zu mehr als einer Ablenkung. Sie konfrontieren die Probleme, wirken zu einem gewissen Grad therapeutisch. Sie sind in keinster Weise ein Ersatz für professionelle Hilfe, aber sie sind nicht selten die letzte Rettung für manche von uns. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Die Reihe schneidet etliche Themen, Philosophien und Strömungen an. Ich habe bei weitem nicht alle erwähnt und bin auch einfach nicht qualifiziert genug, tiefer in all das hineinzugehen. Dark Souls schafft es aber, Menschen zu verändern. Es gibt uns Hoffnung, Kraft, Unnachgiebigkeit, den Willen zu leben, Bedeutung in uns selbst, Akzeptanz. Das, genau das ist Dark Souls. Ich kann dieses Video nicht machen, ohne kurz über die Reihe zu reden, die mehr Einfluss auf die Spiele hatte als jede andere und Dark Souls letztendlich zu dem gemacht hat, was es ist. Es geht um Berserk. Dieser Teil hat etwas weniger mit Dark Souls zu tun, sondern geht eher auf die Parallelen und den Einfluss von Berserk ein. Mir ist es aber wichtig, Kentaro Miuras Werk hier aufzunehmen, da ich erst durch Berserk gelernt habe, das in Worte zu fassen, was Dark Souls für mich so besonders macht. Dass Miyazaki ein großer Berserk-Fan ist und das auch in all seinen Spielen zeigt, sollte mittlerweile jeder wissen. Jedes Spiel von ihm beinhaltet so viele Referenzen an den Manga, dass manche von einer Videospieladaption von Berserk reden. Und das kommt der Realität überraschend nahe. Es gibt so unglaublich viel in der Welt von Dark Souls, das durch den Dark Fantasy-Manga inspiriert wurde. Gegenstände, Waffen, Rüstungen, Charaktere, Gegner, Umgebungen und vor allem die Thematiken. In beiden Werken geht es um das eigene Schicksal in einer Welt, die dich tot sehen will. Leute um dich herum sterben, schreckliche Dinge passieren und du selbst bist mittendrin. Es geht darum, trotz all dieser Schwierigkeiten, trotz dass alle Chancen gegen dich stehen, einen Grund zu finden, weiterzumachen, zu kämpfen und Erfüllung darin zu finden, zu scheitern, anstatt dich selbst aufzugeben und dem Abgrund entgegenzublicken. Dark Souls ist darum für mich eine perfekte Adaption von Berserk in Videospielform. Nicht, weil es so viele Referenzen hat, sondern weil es das, worum es in Berserk geht, hier spielerisch so gut umgesetzt hat, dass es den gleichen Effekt bei Leuten auslöst. All den positiven Einfluss, den die Souls-Spiele auf etliche Leute haben, findet sich eins zu eins bei Berserk wieder. Auch hier berichten bis heute Personen von ihren Problemen im Leben und wie ihnen Berserk geholfen hat, besser mit ihnen umzugehen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Sei es der Umgang mit traumatischen Erlebnissen, Trauer und Abhängigkeiten oder das Finden von Vertrauen und Liebe. Ich kenne Berserk etwa genauso lange wie die Souls-Spiele. Man bekam immer wieder mit, wie sehr Dark Souls Inspiration daraus zieht und sah eben auch ab und an die unglaublichen Zeichnungen. Ich dachte mir auch schon oft, dass es mir gefallen könnte, weil es eben so wie Dark Souls ist. Dennoch konnte ich mich erst Ende 2020 dazu bringen, Berserk zu lesen, nachdem ich mal wieder hörte, wie es in den Himmel gelobt wurde, ich die Zeit hatte und auch in der richtigen Stimmung war. Ich brauchte eine Woche, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Ich wurde komplett von diesem Werk verschlungen und kann heute fest behaupten, dass es mein liebstes, fiktionales Werk ist. Es war abzusehen, dass es mit mir resoniert, nachdem Dark Souls bereits einen großen Einfluss auf mich hatte, aber verdammt ist Berserk großartig. Nachdem ich mich dann eben auch tiefer mit Miuras Meisterwerk beschäftigt habe, fing ich auch an zu verstehen, was Dark Souls über die Zeit genau mit mir gemacht hat und wie es das eben tat.
Damals spielte ich es, weil ich Spaß am Gameplay fand, vor allem das Erkunden und das langsame Meistern der Gegner. Die Prozesse dahinter und den tiefergreifenden Einfluss auf die eigene Person blieben mir, bis ich Berserk gelesen habe, aber verborgen. Es war für mich zumindest das letzte Puzzleteil, das fehlte, um über mich selbst reflektieren zu können, klare Einblicke in meine Entwicklung zu bekommen und zu verstehen, was Dark Souls so besonders macht. Kentaro Miura ist letztendlich für all das verantwortlich. Ohne ihn gäbe es Berserk nicht. Ohne ihn wären Charaktere mit riesigen Schwertern nicht so beliebt in der Popkultur. Und ohne ihn wären etliche Werke nie entstanden oder nicht das geworden, was sie heute sind. Miyazakis Spiele sind die prominentesten Beispiele, aber auch Spiele wie Drakengard und damit einhergehend Nier, Dragon's Dogma, Devil May Cry oder manche Final Fantasy Teile haben offensichtliche Inspirationen aus Berserk gezogen. Überall, wo man hinschaut, finden sich kleine Referenzen, was einem den unglaublichen Einfluss von Berserk erst vor Augen führt. All die Werte, die mir Dark Souls beibrachte, all die Interessen, die ich entwickelte, all das habe ich zu einem großen Teil auch Miura zu verdanken. Miyazaki fing wegen Ico an, in der Videospielbranche zu arbeiten. Es war aber Miuras Gedankengut, das er in seine Spiele einbrachte und an Millionen von Spielern weitergab. Berserk ist mir einfach unglaublich wichtig und ich kann es jedem empfehlen zu lesen, der die Souls-Spiele mag oder vielleicht auch an einem schwierigen Punkt im Leben ist und nicht vor ernsten und grausamen Themen zurückschreckt. So schnell Berserk mein Leben betreten hat und mich in seinen Bann zog, so schnell hat es mich auch wieder verlassen. Am 20. Mai 2021, also ein halbes Jahr, nachdem ich mit der Reihe begonnen habe, wurde der Welt die Hiobsbotschaft überbracht. Kentaro Miura ist verstorben. Was für mich und viele andere folgte, war ein Tag wie kein anderer. Einer voller Trauer und Schmerz, wie ich ihn bis dato noch nie erlebt habe. Auch wenn Miura für uns alle ein Fremder war, fühlte sich irgendwie so an, als wäre ein enger Freund gegangen. Mit seinem Lebenswerk veränderte er die Landschaft der Fiktion und brachte uns eine Betrachtung der Welt, die so unglaublich erfüllend ist. Ich verbrachte den restlichen Tag damit, unter ständigen Tränenausbrüchen eine Zeichnung anzufertigen und meine Gedanken niederzuschreiben, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Ich danke Ihnen, Miura. Ich danke Ihnen für alles. Auch wenn sie ihr Lebenswerk nicht vollenden konnten, haben sie dennoch etwas erschaffen, das Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst und inspiriert. Ohne sie würde ich heute hier nicht sitzen und dieses Video drehen. Ohne sie wären so viele wunderbare Dinge nie entstanden, die uns auf ewig Freude bereiten werden. Ich bin so extrem dankbar, dass ihr Team unter der Leitung ihres besten Freundes alles gibt, um ihrem Vermächtnis ein würdiges Ende zu geben. Ruhen Sie in Frieden. Wir tragen das Feuer weiter, das Sie entfacht haben. Um die Stimmung wieder etwas zu heben, kommen wir zu Dark Souls zurück. Je mehr die Reihe an Popularität dazugewonnen hat, desto größer und interessanter wurde auch die Community dahinter. Die PvP-Szene wurde immer beliebter. Es entstand eine inoffizielle Etikette beim Kämpfen. Die sogenannten Fight Clubs formten sich. Es gab eine sich ständig ändernde Meta. All der lustige und teilweise toxische Kram, der mit PvP eben einhergeht. Und auch wenn ich selbst nie Interesse an den Online-Features der Spiele hatte, sind sie bis heute ein großer Bestandteil der Spiele. Die Leute begannen auch, nach ihrem initialen Durchgang Challenge Runs zu machen, um die Schwierigkeit und den Lerneffekt des ersten Mals zu simulieren, und natürlich wurden diese Runs immer härter und abgedrehter. So Level 1 Runs, ohne Upgrades, nur mit einer bestimmten Waffe, ohne Rollen, ohne zu sterben, mit einer Hand. Auch ich bin dem Ganzen vor allem in Dark Souls 3 verfallen und habe dort auch den ein oder anderen Quatsch gemacht. Das alles endete darin, dass sich ein gewisser jemand namens Hop 2016 dachte, ob er Dark Souls durchspielen könnte, ohne getroffen zu werden. Zack, bumm, No-Hit-Runs waren geboren. Eine riesige Subkultur hat sich entwickelt, auf die ich 2018 aufmerksam wurde und bis heute liebe. Daneben gibt es natürlich auch eine große Speedrun-Szene, welche die Spiele teilweise komplett auseinandernehmen und immer wieder neue Tricks finden, die bisher als unmöglich galten. Speedruns und No-Hit-Runs fordern die Spieler auf unterschiedliche Weisen, brauchen aber beide extrem viel Wissen über das Spiel auf Coding-Ebene sowie Übung, um einen guten Run auf die Beine zu stellen, und bei beiden wurde schon oft Geschichte geschrieben. Daneben gibt es Leute, die einfach versuchen, schlau aus der Historie von Dark Souls zu werden.
Wer Fragen zur Lore hat, landet eigentlich immer bei Vardivitya, der den kryptischen Inhalt der Spiele in Videoform aufarbeitet, wobei er bei weitem nicht der einzige ist. Auch lieben es Leute im Internet, einfach über die Souls-Spiele zu reden, sie konstruktiv zu kritisieren oder ihren Tiefgang in stundenlangen Essays zu analysieren. Wer stattdessen mehr Inhalt im Spiel möchte, kann sich auch in der Modding-Szene umschauen, die extrem ambitioniert ist. Ob man nun aus seinem Spiel ein Chaos aus Memes erschaffen will, einen Durchgang mit Randomizer machen möchte oder effektiv ein komplett neues, eigenständiges Spiel erleben will. Mods schaffen es, frischen Wind ins Spiel zu bringen und die Liebe erneut aufleben zu lassen. Vor allem hervorheben möchte ich die riesigen Erweiterungsmods wie Daughters of Ash, Cinders, The Convergence oder Mods wie Nightfall oder Arch Thrones, die noch herauskommen werden. Die Menge an Arbeit und Passion, die in diese Projekte reinfließen, ist unbegreiflich und verdient alle Aufmerksamkeit. Alles in allem liebe ich es, Teil dieser Community zu sein. Mit all ihren Macken, Memes und verschiedenen Facetten schafft sie es, meine Liebe für die Reihe nicht nur tagtäglich aufrechtzuerhalten, sondern auch immer wieder zu stärken. Es gibt mittlerweile zu viele Personen, denen ich gerne folge, also lasse ich hier einfach mal alle über den Bildschirm laufen, die mir gerade einfallen. Danke an euch alle, dass ihr uns auf die unterschiedlichsten Arten unterhaltet und die Spiele am Leben haltet. Dark Souls hat einiges geschafft. Ich bin nicht sicher, wie die Dinge für mich ohne Dark Souls verlaufen wären. Es wäre auf jeden Fall einiges anders. So bin ich nun mittlerweile aber an einem Punkt des inneren Friedens, der Akzeptanz und der Zufriedenheit. Etwas, das unglaublich schön ist. Es wird nicht auf jeden diesen Einfluss haben. Manche werden diese Ansichten über das Leben schlichtweg nicht teilen. Manche werden das Spiel aus den Händen legen, sei es, weil ihnen das Spiel nicht gefällt, oder sei es aus Frust und Wut, die das Spiel ja versucht zu erzeugen, aber gleichzeitig auch überkommen will. Für mich ist diese Reihe aber das Beste, was mir je hätte passieren können. Dark Souls ist nicht perfekt. Nichts auf dieser Welt ist perfekt. Doch alles, was dieses Spiel tut, resoniert mit mir. Das Gameplay, die Story, die Musik, die Atmosphäre und Ästhetik, die Philosophie. All das ist mittlerweile so tief in mir verankert, dass es ein Teil von mir wurde. Es inspiriert und motiviert mich dazu, selbst Dinge zu erschaffen, wie Fanarts zu jedem dieser Spiele, diese Videos hier oder aber meinen eigenen Manga, der nun zu meinem Lebenswerk wird und letztendlich auch diese Werte weitertragen soll. Ich möchte Danke sagen an Hidetaka Miyazaki und das Team von From Software, welche all ihre Energie in diese Spiele stecken und bewusst ihrer eigenen Vision folgen, anstatt sich von aktuellen Normen und Konventionen beeinflussen zu lassen. Alle paar Jahre liefern sie uns nun schon konsistent großartige Erfahrungen, die zu Recht immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch bedanken möchte ich mich bei allen aus der Community, die stetig neue Einblicke in die Spiele geben, sie am Leben halten und genauso viel Freude an diesen Titeln haben, wie ich es tue. Zuletzt möchte ich mich noch bei jedem bedanken, der dieses Video sieht und es bis hierhin geschafft hat. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich mal ein so langes und aufwendiges Video produzieren würde, aber letztendlich war es mir das wert, um Dark Souls den Respekt zu zollen, den es verdient. Wie immer verweise ich aber auch auf etliche andere Videos und Kanäle, die bestimmte Bereiche besser und genauer behandelt haben, als ich es je könnte. Dieses Video wird nichtsdestotrotz auf diesem Kanal mein Magnum Opus sein und wahrscheinlich auch bleiben. Ich hoffe, ich konnte hiermit meine anfängliche Aussage erklären und die Begeisterung hinter Dark Souls rüberbringen. Am Ende vom Tag ist Dark Souls aber auch nur ein kleines Licht von vielen, das irgendwann in einem dunklen Meer aus Geschichten und Erinnerungen versinken wird. Vergessen und verloren für immer. Ich und viele anderen haben uns aber dazu verschrieben, genau dieses kleine Licht so lange wie möglich am Leben zu halten, damit es auch weiterhin Leuten den Weg aus der Dunkelheit weisen kann. Alle, die über dieses Spiel reden, es teilen oder spielen, tun damit letztendlich nichts anderes als gewinnen. Sie opfern etwas von sich selbst, um das Zeitalter dieses Feuers zu verlängern und das Unabwendbare weiter hinauszuzögern. Ist das nicht sinnlos? Für manche ja, für andere nein. Ich finde darin jedenfalls Erfüllung. Und das ist es doch, was die Reihe von uns wollte. Das. Genau das ist Dark Souls. Vielen Dank fürs Zuhören. May the Flames guide thee.